Hallo und herzlich willkommen bei Let's Deliziös. Heute haben wir ein heißes Täschchen Apfeltasche von McDonald's. Diese Tasche steht einfach jedem und das Beste, sie steht nicht nur gut aus, sondern schmeckt doch noch viel besser. Denn in dem knusprigen Teigmantel steckt jede Menge feine Apfelzipfelung. Ich liebe es. I love it. Ja. So, jetzt genehmige ich mir den ersten Biss dieser Delikatesse. Vorzüglich! Dieser Geschmack, der sich hier offenbart, ist eine Mixtur aus Teig, kalter Zimtapfelsauce und Apfelstückchen. Aber ob das auch beim zweiten Bissen so ist, überprüfe ich jetzt. Der zweite Bissen war sogar noch vollzüglicher als der erste Biss. Ja, meine lieben Damen und Herren, ich nehme noch einen Biss von dieser Delikatesse und überprüfe, ob der dritte Biss auch noch so graziös ist wie der erste und der zweite. Nee, der ist nicht so geil. Woran das wohl liegen könnte, bleibt mir ein Rätsel. Deswegen nehme ich noch ein bisschen und überprüfe dies. Bleibt mir schleierhaft, warum dieser eine Biss nicht so geschmeckt hatte wie die anderen. Aber ich kann euch versichern, dass 2 von 3 Bissen deliziös sind. Wahrlich ein Fest für den Gaumen, wie man so schön in Fachsprache sagt. So, ein letzter Bissen und damit wäre die Review auch zu Ende. Oh. Allerdings bin ich jetzt ziemlich voll von dieser Mahlzeit. Das reicht mir für 2 Wochen. Deswegen bis in 2 Wochen. Aber vorerst noch den Labello drauf, um die Weichheit meiner Lippen zu rekonstruieren, die nach diesem Biss in die Apfeltasche leider dran glauben musste. Vorzüglich.